Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Dienstag, dem 20. Januar. Ich grüße wieder Christian Kämmerer hier bei JFD, dem Devisenradar, und wir wollen heute auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen schauen. Viele Yen-Pairs sind heute hier im Aufwind, soll heißen, hier Währungen, die in Yen gehandelt werden, gewinnen an Wert, und das sehen wir auch hier sehr schön an dieser kleinen Heatmap, an dieser kleinen Übersicht der mit maßgeblichsten Währungen. Und da sehen wir hier ganz klar, die Front ist hier beseelt durch Währungen, die hier entsprechend in Yen gehandelt werden. Schweizer Franken hier etwas exotisch dahingehend, dass wir mit dem Schweizer Franken natürlich aufgrund der Eskalation in der vergangenen Woche ein bisschen mit Vorsicht agieren muss, ist hierbei auch ganz klar zu empfehlen, die Schweizer Franken-Pairs erstmal ja, durch die Lupe zu betrachten, hätte ich fast gesagt, nein, vielmehr mit einem großen Abstand zu betrachten und hier erstmal abzuwarten, wie sich da hier die Wogen noch glätten. Die großen Eruptionen aus der vergangenen Woche brauchen vielleicht noch ein wenig Zeit. Nichtsdestotrotz gibt es genug andere Währungspaare, eben hier den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der hier im Wochenchart ganz klar sehr, sehr dynamisch daherkommt. Also dynamisch dahingehend, wenn wir mit Blick auf die letzten Jahre diesen Erholungsprozess sehen. Und interessant hierbei, dass wir eben zum Ende des letzten Jahres, Ende 2014, dann doch schon erkannt haben, dass hier diese starke Aufwertung eben hier zum letzten Halbjahr 2014 mit dem Ausbruch hier zum Sommer dann doch etwas Ruhe erfahren hat, und der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen setzte seither eben zurück. Hier auf Wochenbasis noch nicht undramatisch, man kann das hier durchaus als Konsolidierung auf sehr hohem Niveau aktuell ansehen, und je höher ein Währungspaar steigt, um dann eben nachfolgend nicht zu stark zu korrigieren, desto bullischer ist die ganze Situation. Und man kann das hier auf Wochenbasis beispielsweise auch durch die Fibonacci Retracements praktisch darstellen. Lokaler Tiefpunkt und lokaler Hochpunkt hier entsprechend definiert. Es ist auch machbar, dass man hier die kürzere Wegstrecke wählt. Da wird es auch interessant dahingehend, dass wir hier beim 38er Fibonacci Level angekommen sind. Und beziehungsweise knapp beim 38er, müssen wir sogar das 23,6 auf den Schirm holen, hier auf Wochenbasis. Und da sehen wir eben, dass hier einfach nur in der Proportion des Aufwärtsimpulses im Vergleich zum gegenwärtigen Gegenmanöver, der Gegenbewegung in Form einer Korrekturbewegung hier, das alles auf sehr hohem Niveau abläuft. Und je höher das Ganze abläuft, also je stabiler das Ganze letztlich ist, desto impulsiver darf man auch dann im Anschluss einen weiteren Ausbruch erwarten. Also es ist nicht zwingend, dass die Märkte hier bis zum 61,8er Fibonacci-Level zurück korrigieren, um Gottes Willen. Je früher sie das tun, um sich praktisch zu stabilisieren, desto besser. Wochenbasis, wie gesagt, sehr, sehr dynamisch unterwegs dahingehend. Jetzt schauen wir uns mal den Tageschart an. Da sehen wir eben auch die Konsolidierung hier in einer Art, ja, kleinem fallenden Dreieck. Ich will es aber noch nicht überbewerten, denn wir haben hier, wenn ich auf diese grüne Linie gehe, eine leicht ansteigende Tendenz, also man könnte es auch vorsichtig ausgedrückt als symmetrisches Dreieck bezeichnen. Letztlich haben wir hier eine Konsolidierungsphase, die sich, wie gesagt, in diesem Dreieck mehr und mehr finalisieren dürfte. Und es bleibt dabei, dass die übergeordnete Situation durchaus positiv zu bewerten ist. Das soll heißen, wenn es hier Rücksetzer gibt, dann wären die durchaus kaufenswert, um im Anschluss hier an einer Attacke an dieser Abwärtstrendlinie teilzunehmen, gegebenenfalls sogar an einem Ausbruch. Das darf man nicht ausschließen. Und da will ich Ihnen kurz die Saisonalität mal auf den Schirm holen. Hier sehen wir das saisonale Verhalten mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Also kurzfristig durchaus noch leichte Rücksetzer möglich, um dann aber letztlich hier bis in den Februar, bis zur Mitte des Februars hinein ansteigende Notierungen zu sehen. Das sagt uns, zeigt uns hier die Saisonalität, die Wochentagsstärke hier heute am Dienstag und Montag, hier verweise ich mal auf die totale Tendenz, eher leicht schwächere Tage, hingegen hier zum Ende der Woche in der totalen Wochentendenz hier mit Blick auf die letzten 15 Jahre der Markt hier dann doch eher bullisch zu werden ist. Mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen haben wir hier durchweg positive Tage, hängt natürlich mit der starken Aufwärtsbewegung seit Mitte 2014 zusammen, gar keine Frage. Aber grundsätzlich hier die Saisonalität spricht auch für eine bald wieder anziehende Tendenz, und insofern Scheinrücksetzer kaufenswert. Wo jedoch nun möglicherweise das Ganze
ansetzen. Da gehen wir jetzt mal hier in den Stundenchart und sehen hier, wenn wir uns das ganze Bild mal etwas verkleinern. Wie gesagt, hier seit den letzten Bewegungstief die Erholungsbewegung und heute den bisherigen Aufwärtsimpuls. Das Währungspaar ist schon mit Verlaub 84 Pips gelaufen. Am heutigen Handelstag, der Schnitt ist so rund zwischen 110 und 115 Pips. Also das heißt, so richtig viel Spielraum nach oben haben wir rein von der Statistik her nicht mehr. Wir sind auch schon hier am Resistance Point 2 angekommen. Also warum nicht vielleicht sogar eine kleine Konsolidierung erfahren? Wenn diese stattfindet, dann kann man sich hier durchaus aufstellen, hier in diesem Bereich. Ziehe ich direkt mal die Zone. Das wäre hier der Bereich um 117,75. Diese Zone, die hier durchaus interessant scheint, das ist natürlich ein relativ starker Rücksetzer vom aktuellen Niveau aus gesehen. Wir reden hier um die 50 Pips, wäre aber immer noch oberhalb des Daily Private Points. Und eben hier in diesem Bereich hätte man hier unter Umständen eine sehr schöne Chance, intraday auf einen wieder ansteigenden Impuls zu spekulieren. Ich will Ihnen auch hier natürlich nicht die Fuzzy-Logik vorenthalten, die ich Ihnen immer wieder gerne beim Devisenradar zeige. Da sehen wir hier ein konträres Bild. Rein von der Pattern-Logik und eben auch dem Saisonalitätsgewicht im Sinne der Intraday-Bewegung hier auf den Stundenchart bezogen, wäre hier im Prinzip schon eine weiterfallende Tendenz zu erwarten gewesen. Wir sehen hier einen konträren Verlauf. Das kann sich jetzt während des Tages weiter ausbauen, also sprich hier, dass die Schere weiter sich aufklappt oder aber hier letztlich dann doch die Wirkung der ja, statistischen Relevanzen dann sich doch niederschlägt und das Währungspaar hier doch gen Süden geht. Letztlich haben wir ja auch schon gesehen, leichte Rücksetzer kann es geben. Der Bereich um 117,75 scheint interessant, auch gerade vor dem Hintergrund, weil die Range ja jetzt schon weitestgehend ausgeschöpft ist. Das zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wie gesagt, ganz interessant. Wir werden mal sehen, ob wir das Paar heute nochmal auf die Pfanne nehmen im JFD Live TV. Ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen natürlich, wie immer an dieser Stelle, noch einen schönen Handelstag. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.